Ja, ich begrüße Sie zu einem Vortrag über das, was es gibt und das, was es nicht gibt. Einer meiner wichtigen tibetischen Lehrer, Geshe Thekchok, hat einmal den Umzug von einem Zimmer in ein anderes als Grundlage einer Unterweisung genommen. Und er hat gefragt, wo ist der Vortragsraum, wenn man gerade entschieden hat, dass er irgendwo anders ist? In welchem Moment ist es oben nicht mehr der Vortragsraum? Als du gedacht hast, oh, das sind zu viele Leute. Als ihr zu zweit darüber gesprochen habt, ich glaube, wir müssen runtergehen. Oder erst in dem Moment, als ihr die Stühle runtergetragen habt. Oder erst jetzt, wo wir hier drin sitzen. Sehr interessant. Es war damals in unserem Zentrum in Bayern ein Umzug im Haus. Das wusste der Lama, dass zwei Leute das Zimmer tauschen. Dann hat er immer, er konnte ein bisschen Englisch, so 100 Wörter. Where is Maria's room? Before decision to change. When decision to change happen. Before acting. Ja? Gut. Das wahre und das falsche Ich. Persönlichkeitskonzepte im Buddhismus und im Westen. Ich denke, die These vom Nicht-Ich im Buddhismus ist das Konzept, was am meisten missverstanden wird. Und ganz besonders heute missverstanden wird. Und deswegen spreche ich auch gerne drüber. Weil man kann mit einem schlecht verdauten buddhistischen Ansatz in Teufelsküche kommen. Und in eine große Depression fallen und seine Unfähigkeit zu wissen, was man will, sozusagen absägen. Und das ist nicht so günstig, nicht sehr gesund. Deswegen habe ich als Interpretation zu dem Titel dazu gefügt, wie viel Ich-Gefühl brauchen wir für ein sinnvolles Leben? Wie entsteht eine gesunde Ich-Struktur? Und welche Funktion hat es? Wann fördern Einfühlung, Verantwortungsgefühl, die wir empfinden? Wann fördern die unsere Wachheit und Verbundenheit mit anderen? Weisheit und Liebe, anders gesagt. Und wann stabilisieren sie falsche Selbstbilder? Also, wann ist Einfühlung und Verantwortungsgefühl hilfreich auf dem Weg? Und wann blockiert es unsere Entwicklung? Und ich möchte zunächst ein christliches Bild bringen, oder sagen wir mal ein abendländisches. Wir leben, sagt der protestantische Theologe Paul Tillich, in der horizontalen Dimension des Benennbaren. Was man mit den fünf Sinnen erfassen kann und mit dem Verstand versteht. Was man messen, zählen, angucken kann, wo man Berichte drüber schreiben kann und historische Entwicklungen und so weiter. Das ist eine Dimension unseres Lebens. Und die ist relativ leicht zugänglich. Ja, das kann man sehen, ob jemand 1,70 ist oder 1,65, ob jemand eine große Nase hat oder eine kleine, ob es eine Frau ist oder ein Mann, ein Kind oder ein Opa, das kann man sehen. Und dann kann man mit denen reden, dann weiß man, ob die aus Süddeutschland kommen oder aus Norddeutschland oder aus einem anderen Land. Ja? Das kann man sehen und verstehen. Wenn man jetzt denkt, das ist alles, hat man es sehr schwer. Weil dann ist man in der ganzen Identität auf das angewiesen, was kommt und geht und was sich unablässig verändert. Wenn ich nur denke, ich bin mein Körper, das ist meine wesentliche, die Basis meiner Identität, ja? Gut. Dann bin ich erst eine ganze Weile zu jung und zu klein. Und ich darf ganz viel nicht. Und ich muss ins Bett. Und ich darf was nicht lesen. Und ich darf abends nicht weggehen. Und ich soll und dies und das und jenes. Und immer können mir welche was vorschreiben. Dann wird man so ein bisschen größer. Kommt die zweite Phase, wo man alles selber macht. Ja? Einmal so mit 3, 4, selber. Und dann mit 13, 14, 15.
Das entscheide ich alleine. Ja. So. Dann geht es immer weiter. Und wenn man sich gerade so eingerichtet hat, ja, als Kindergartenkind, so, jetzt komme ich klar damit, dann kommt man in die Schule. Dann ist man wieder so klein. Und dann gehört man zu den Kleinen und dann kommt man in die Oberschule. Aber dann ist man wieder bei den Kleinen. Und dann hat man endlich Abitur. Dann ist man im ersten Semester. Dann hat man endlich ausgelernt und ist fertig. Dann ist man Berufsanfänger. Wieder keine Ahnung. Und so weiter. Immer kommt man in eine neue Phase und ist wieder irritiert. Und dann hat man sich eingerichtet, ja, ich habe jetzt einen Job. Ich habe einen Beruf, der auch meine Berufung ist. Und da arbeite ich jetzt drin. Ja, dann macht die Firma pleite. Oder zieht um. Oder organisiert den Betrieb so unintelligent, dass es nicht mehr geht. Dass ich keinen Platz mehr habe, zum Beispiel. Oder was machen muss, was einfach nicht mehr meinem Alter zum Beispiel entspricht. Und so weiter. Das heißt, wenn man denkt, ich bin das, was ich sehen, hören, riechen, schmecken und denken kann. Besteht die Sicherheit immer nur sehr kurzfristig und ist immer, 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 immer sehr erschütterbar. Das haben wir im Westen gesehen, das sehen Sie im Osten. In eigentlich in allen Religionen sieht man das. Auch die Philosophen wissen das, wenn es Philosophen sind und nicht Zerebraltechniker. Ja. Also es gibt die horizontale Dimension dessen, was man mit den fünf Sinnen und dem Verstand fassen kann. Wenn das die Basis unserer Identität ist, haben wir schlechte Karten. Weil es immer wackelt. Es wackelt einfach immer. Dann wird man älter, mit der Gesundheit, mit den Beziehungen, mit der Arbeit, mit dem Wohnort, mit der Luft, mit dem Essen, alles wackelt immer. Selbst wenn es mal ein paar Jahre relativ stabil läuft und alles läuft prima, dritte Ebene des Leidens, man ist nie sicher. Selbst wenn jetzt alles wunderbar funktioniert, dann weiß man, wenn man mal älter als 18 oder 19 ist, dass man keine Garantie hat, dass es noch ein halbes Jahr so weitergeht. Man weiß es nicht. Gut. Dann gibt's die vertikale Dimension des Lebens. Ja. Und die kann man nicht sehen, die kann man nicht hören, die kann man nicht schmecken, die kann man nicht fühlen, zumindest nicht mit dem Tastsinn. Die kann man auch nicht denken, erst recht nicht. Und trotzdem wissen wir alle eigentlich, dass es das gibt. Das ist die Dimension des, ja, was man nicht fassen kann. Und im Abendland, auch in Indien, nennt man das das Göttliche. Weil man nicht weiß, was man sonst sagen soll. Paul Tillich ist ein Theologe, aber auch zum Beispiel Jaspers ist ein Philosoph, der sagt, mit dem Christentum kann ich eigentlich nicht mehr so viel anfangen. Aber eine Philosophie, er war Friese, eine Philosophie, die nicht im Umgreifenden ruht, hat uns Menschen nichts zu sagen. Er nennt es das Umgreifende. Tillich nennt es das Unbedingte. Ja, wie der Buddha. Nicht bedingt, nicht geworden, nicht geschaffen, nicht geboren. Man kommt immer wieder auf die gleichen Begriffe und meistens sind es negativer. Weil es, man merkt, das, was ich sehen, hören, riechen, schmecken und denken kann, ist es nicht. Und deswegen sage ich das Nicht-Geborene, Nicht-Gewordene, Nicht-Geschaffene, Nicht-Bedingte. Und der Buddha sagt, wenn es das nicht gäbe, gäbe es keinen Ausweg aus dem Bedingten, Gewordenen, Geschaffenen und so weiter. Es geht jetzt darum, das Verhältnis dieser beiden Dimensionen mitzukriegen. Und das ist unser Symbol und deswegen ist es ein großes Symbol, ist das Kreuz. Wir leben in beiden Dimensionen. In der horizontalen Dimension des Fassbaren und in der vertikalen Dimension des Nicht-Fassbaren. Und das Kostbare an uns Menschen ist, wir können in diesem Kreuzpunkt leben. Wir sind auch so gedacht. Das sagt sowohl der Buddha als auch die christliche Tradition, die abendländische Tradition. In beiden Welten leben
Und im Schnittpunkt, das nennt man Präsenz, Gegenwärtigkeit, das ewige Jetzt, hier und jetzt, im Flow sein, fließen. Es haben in unterschiedlichsten alten und modernen Traditionen gibt's da Hinweise. Denn richtig fassen mit dem Verstand kann man es natürlich nicht. Aber das Wunderbare am Verstand ist, dass er merken kann, also das finde ich toll am Verstand, der Verstand kann kapieren, dass wir nicht nur in der horizontalen Dimension leben. Der Verstand kann verstehen, er hat Grenzen. Der Verstand kann verstehen, ich weiß es nicht, was unser großes Wort im Abendland wurde, Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und er hat nicht gemeint, ich weiß, dass ich blöd bin und ich weiß, dass das ein Glas ist. Das hat er nicht gemeint. Der konnte gut benennen und konnte gut diskutieren. Ein großer Debattierer. Der kannte sich aus in der horizontalen Dimension. Aber das war sein Ausdruck für, da gibt's noch andere Dinge zwischen Himmel und Erde, die unsere Schulweisheit nicht fassen kann. Buddhistisch gesprochen gibt es eine relative Existenz, eine bedingte Existenz. Wir werden gleich ein paar Hinweise finden oder ein Modell nehmen, wie man das im Einzelnen auffächern kann. Es gibt eine fassbare Existenz von uns, die sich aber immer verändert und deswegen auch nur begrenzt fassbar ist. Weil die rutscht dann immer wieder aus den Händen. Wenn man sie beschrieben hat, ist es schon wieder gestern. Es ist schon wieder vorbei. Ja, es hat sich schon wieder geändert. Und es gibt die vertikale Dimension. Und da heißt es im Mahayana, in einem klassischen Vers, im Kanzeon Sutra, im Zen, die wahre Natur ist ewig, freudig, rein. Ganz kurz. Kürzeste Definition der vertikalen Dimension. Die wahre Natur ist ewig, freudig, rein. Das klingt wie eine erleuchtete Polemik gegen alles Bedingte ist Dukkha, Anicca, Anatta. Alles Bedingte ist Leiden. Es ist vergänglich und ohne Kern. Wenn man diese Lehre hier hört und keinen Bezug zur Transzendenz mehr hat, dann kriegt man eine Depression. Man hat schon eine und dann studiert man Buddhismus und hört, ja, alles Bedingte ist vergänglich. Es ist leidhaft. Wirklich, ich leide. Und es hat keinen Kern. Es hat keinen Sinn, sagen wir dann auch gleich. Das ist doch klar, hat doch keinen Sinn. Man braucht beides. Man braucht beide Unterweisungen. Das Relative, das Bedingte, ist Dukkha Anicca Anatta. Leidhaft, unbeständig, ohne Kern. Und das wahre Wesen ist ewig, freudig, rein. Und im frühen Buddhismus und in manchen Interpretationen westlicher Intellektueller, die keinen Transzendenzbezug mehr haben, hört man das nicht mehr. Da hört man nur Dukkha Anicca Anatta und denkt, man liest Sartre. Oder Camus. Und es passt natürlich. Ich meine, das galt ja noch vor 30, 40 Jahren als die Elite des europäischen Denkens. Und wer gesagt hat, Optimismus, Zukunft, wir verändern die Welt und so. Ja gut, es gibt halt Leute, die naiv sind und immer an das Gute glauben. Aber also ich habe einen uralten Freund, mit dem ich früher zusammen unterrichtet habe, der irgendwann in seine buddhistische Depression, aber wirklich in eine klinische Depression, abdüste. Ich habe ihn besucht in der Landesnervenklinik und wir haben immer wieder geredet, weil ich ihm gedacht habe, das kann nicht sein. Der ist so intelligent und der ist auch so, der hat auch Musik gemacht. Also der war jetzt nicht so nur intellektuell. Und irgendwann sagt er zu mir, Silvia, du bist doch intelligent. Du weißt doch, dass dieses ganze Geschwätz von Freiheit und Erlösung, das ist doch nur eine Fantasie aus der Frustration heraus, dass du weißt, das Leben hat keinen Sinn. Es ist Leiden, es ist vergänglich,
es hat keinen Kern. Dann hat er mir die ganzen buddhistischen Lehren runtergerattert. Er war sehr intelligent. Es hat ihm überhaupt nicht geholfen. Das heißt, wenn man die relative Existenz in ihrer Unbeständigkeit erkennt und keinen Bezug zur vertikalen Dimension hat, zur Transzendenz, dann geht man baden. Und von daher muss man sich sehr sorgfältig an die buddhistischen Lehren vom Nicht-Ich herantasten. Es gibt eine traditionelle buddhistische Unterweisung, die klassische Persönlichkeitslehre, die 5 Skandhas. Und das ist eine Beschreibung unserer Erfahrungen. Und als der Buddha das gelehrt hat, hat er Getreide genommen und hat 5 Haufen gemacht. Skanda heißt Haufen. Also nicht 5 klare Konzepte, 5 Schubladen, 5 Kästchen oder sowas, sondern Haufen von Getreidekörnern, um zu sagen, das sind Ansammlungen von vielen, vielen Erfahrungen, die man grob in 5 Haufen gruppieren kann. Was ich auch interessant finde, er hat die gleichen Getreidekörner genommen, nicht verschiedene, nicht 5 Sorten. Das würden wir wahrscheinlich machen. Mit unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Größen. So. Es waren die gleichen Getreidekörner. 5 Haufen. Und er hat gesagt, Körperliches. Das ist das Körperliche. Und ich denke, ist auch von der westlichen Psychologie wird es beschrieben, die erste Identifikation, die wir haben, ist mit dem Körper. Ja, und jeden Morgen, wenn ich vorm Spiegel stehe, denke ich, ja, heute sehe ich müde aus. Und ich bin völlig überzeugt, ich bin mein Körper. Ja? Oder ich stehe auf, oh, ich muss immer so eine Treppe runtergehen ins Bad. Oh, denke ich, heute bin ich steif. Völlig unhinterfragte Identifikation mit dem Körperlichen. Ganz klar. Wenn ich 10 Minuten später frühstücke und Tee trinke und den Tee genieße, bin ich vielleicht ganz riechen, ja, oder spüren, da bin ich nur noch mein Tastsinn, ja, und mein Geschmackssinn. Und wenn ich mich dann frühstück ein bisschen unterhalte und wir dann ein bisschen über die Meditation sprechen oder über den Tag, der vor uns liegt, dann bin ich plötzlich nur noch buddhistische Lehrerin. Und der Körper interessiert mich nicht mehr. Dann bin ich in Gedanken. Oder ich, und so weiter. Verändert sich. Das Körperliche ist der erste Haufen. Und das hat schon viele Aspekte. Die 5 Sinne. Auch schon wieder unterschiedlich. Ich sehe schlecht. Ich höre gut. Ich spüre mich. Interessante Konstruktion. Wer spürt wen? Sehr interessant. Körperliches. Dann der zweite Haufen sind die Gefühle. Und zwar jetzt nicht in unserem Sinne komplexe, differenzierte Emotionen verschiedenster Art, sondern angenehm, unangenehm, weiß nicht, egal. Auch neutral genannt. Wir haben die Lamas gefragt, aber ich meine, das ist Körperliches ist so eine riesige Kategorie und Gefühl, so eine kleine. Warum hat es eine extra Schublade bei den Buddhisten? Weil es so lebenswichtig ist. Ich meine, unser ganzes Leben von morgens bis nachts und von nachts bis morgens ist angenehm, unangenehm oder uninteressant. Kaffee? Angenehm. Mehr. Unangenehm. Zu kalt, zu bitter, zu süß. Das brauchen wir zum Überleben. Angenehm, unangenehm teilen wir mit den Tieren, so wie das Körperliche auch. Und wenn wir das nicht haben, können wir nicht überleben. Weil wir nicht merken, zu heiß, zu kalt, zu hart, zu weich, zu bitter und so weiter. Wir brauchen das als Überlebensmethode. Und das hört hoffentlich nie auf. Wir brauchen diese Unterscheidungsfähigkeit, sonst kann man nicht überleben. Es gibt manchmal so buddhistische Theorien,
jenseits der Gegensätze. Keine angenehmen und unangenehmen Gefühle mehr. Gleichmut. Und da denkt man, es gäbe die Unterscheidung nicht mehr. Das ist auch eine westliche Reduktion. Und ein bisschen ein angstgeborenes Fantasiebild. Da bin ich endlich die Gefühle los. Gut. Ich meine, man sagt vielleicht, gut, die angenehmen möchte ich schon haben. Aber die unangenehmen sollen weggehen. Das Dumme ist nur mit Gefühlen, wenn man die abstellt, spürt man beides nicht. Wir haben ein Notprogramm in Schocksituationen, bei großem Schmerz, bei Katastrophen, dass wir wie das Gefühl abstellen können, damit man überlebt. Das ist für Notsituationen was Wunderbares. Alle, die schon mal ein Bein gebrochen haben oder einen Unfall hatten oder gestürzt sind nachts in der U-Bahn oder irgendwie, ist wunderbar, dass man die Gefühle oder auch einen Schock erlebt, einen Todesfall, jemand, ein Angehörige wird sehr schwer krank oder so, dass man für manchmal sogar Tage im Schock ist, im Stupor ist und keine Gefühle mehr hat als Schutzmechanismus. Aber das ist natürlich keine Lösung. Das ist ein Notprogramm für schwere Situationen. Es ist keine Lösung fürs Leben. Man kann nicht sagen, man könnte nicht überleben. Also, zweites Kanda, zweiter Haufen, angenehm, unangenehm, neutral. Und ich denke, wir identifizieren uns ziemlich stark damit. Fühle mich wohl. Ich fühle mich unwohl. Und zunehmend, je weniger Verbundenheit wir mit anderen Menschen spüren, je weniger wir eingebettet sind in stabile Beziehungsnetze auf der Arbeit, im familiären Rahmen, im Stadtteil, im religiösen Rahmen, wo auch immer, je weniger verbunden wir uns fühlen mit anderen, desto mehr werden unsere Beziehungen zu anderen Menschen darüber definiert. Angenehm, unangenehm. Angenehm, haben, wollen, festhalten. Unangenehm, blöd. Bleib mir vom Leib. Ganz wenig Frustrationstoleranz, weil wir uns nicht verbunden fühlen. Verbunden fühlt man sich letztlich immer nur in der Vertikal. Da werde ich immer wieder drauf zurückkommen. Dritter Komplex, dritter Haufen, Unterscheidungsfähigkeit. Tasse, Kategorien bilden können. Schrank, Wand, das. Auch da ist was. Ich weiß nicht, was es ist, aber da ist was. Ist auch Unterscheidungsfähigkeit. Also Kategorien bilden können. Weil das so wichtig ist, kriegt es eine eigene Schublade bei den 5 Skandas. Ich meine, das ist so überlebensnotwendig, dass wir unterscheiden können. Treppe, rauf, runter, oben, unten, vorne, hinten. Absolut notwendig. Viel, wenig. Ja, kauf ein. Viel oder wenig? Ja, ich meine, man muss Kategorien bilden können, man muss zählen können. Man muss Mengen unterscheiden können, sonst kann man gar nicht leben. Ja, Hacke. Ich meine, man kann sich nicht mal anziehen, wenn man keine Kategorien bilden kann. Sehr wichtig, ja, Jacke. Ich meine, bei Kindern kann man es manchmal sehen, die dann Hose oben anziehen und das Hemd unten oder so. Einfach alles ein bisschen verdorrt. Ganz viele Witze basieren auf dem Vertauschen von Kategorien. Vielleicht erzähle ich nachher ein. Vierter Bereich. Da haben wir uns am Anfang geärgert und dann haben wir uns kaputt gelacht, als wir das mit den Lamas studiert haben. Vierte Kategorie ist das, wo alles reinkommt, was in den anderen nicht erwähnt wird. Das ist sozusagen der Lumpensammler oder die Shurimori-Schublade, wo alles reinkommt, was nicht irgendwo sonst reinkommt. Da kommen 49 weitere Geistesfaktoren rein, wie grobe Analyse, feine Analyse, Schlaf, die heilsamen geistigen Einstellungen, die unheilsamen geistigen Einstellungen. Da kommen 49 Geistesfaktoren rein. Zeitgefühl, Raumgefühl, also alles, was man zum Leben braucht. Muster, Vorlieben, Abneigungen. Da kommt das rein, was wir auch Emotionen nennen. Willensimpulse. Man könnte sagen, fast die ganze Software, auf der wir laufen. Sämtliche Programme, die wir haben. Die kulturellen Programme, die geschlechtsspezifischen, die schichtspezifischen, die biografischen und so weiter. Und dann gibt's den fünften Haufen. Also der vierte Haufen ist echt ein großer Haufen. Da ist richtig viel dabei.
Der fünfte Haufen nennt sich dann Bewusstsein. Also der vierte Haufen ist auch ganz schwer zu benennen und jeder Übersetzer hat ein anderes Wort dafür, weil es eben so viel enthält. Willensimpulse oder Karmic Formations, karmische Bildekräfte, da weiß niemand, was das bedeutet. Impulse, kann man sich nur ein bisschen was vorstellen? Schwierig. Volitions nennen sie es manchmal, Willenskräfte, also Willensimpulse. Samskaras kann da. Samskara, das Zusammengemachte, heißt es wörtlich. Also einfach viel. Viel. Muster. Dann kommt der fünfte Haufen und das nennt sich Bewusstsein. Und über das werde ich heute Abend auch noch ein bisschen reden, weil das ist das Persönlichkeitsmodell dann, was der Buddhismus auch hat. Gut, und da gehören die fünf Arten von Sinnesbewusstsein dazu und die Denkfähigkeit und das Ich-Gefühl und der Zugang zur Transzendenz. Sehr interessant. Ich möchte an der Stelle jetzt noch nicht die westlichen Sachen erwähnen, die erwähne ich dann, wenn ich meine These aufstelle, dass man ein sehr stabiles, horizontales Ich braucht, damit man sich auf Unbeständigkeit einlassen kann. Man muss sehr stabil sein, ja, gut geerdet, damit man überhaupt nur über Unbeständigkeit gründlich nachdenken kann. Sonst kriegt man ein Problem. Gut. Bewusstsein. Vijnanaskanda. Fünf Sinne. Versteht man. Also der Sehsinn. Ich meine, wir haben das auch im Westlichen. Das Ohr allein reicht nicht. Wenn jemand tot ist, hat er immer noch ein Ohr und eine Nase, kann aber nichts mehr riechen. Also da fehlt dann das Bewusstsein dafür. Also man braucht auch einen Sehsinn. Riechsinn. Gehörsinn, das sagen wir ja auch. Ja, nicht nur das physische Ohr, sondern auch die Fähigkeit zu hören. Das wird nochmal unterschieden, die Fähigkeit und das Bewusstsein dazu, aber das brauchen wir jetzt. Das versteht man. Und dann das Denkvermögen, jetzt mal auf der Ebene, dass man die Körperempfindungen, die Gefühle, jetzt angenehm, unangenehm, neutral, die Kategorien, die man bilden kann und die Muster, die da immer hochkommen und das Zeitgefühl und das Raumgefühl, integrieren kann zu einem sinnvollen Ganzen. Das ist Denkvermögen. Und das braucht man. Damit wir sozusagen eine Gestalt bilden können, die Sinn macht. Und wenn man das jetzt heutzutage, wird es ja naturwissenschaftlich untersucht, was das alles braucht, damit man eine Kerze als Kerze erkennt und Licht machen kann. Die Anzahl ist unglaublich. Was da alles dazugehört, ist unheimlich komplex. Und das können wir. Also das sozusagen bei der fünften Skanda, Bewusstsein, gibt es die fünf Sinne und dann das Denkvermögen. Gut, das verstehen wir alles noch. Und dann kommt die Nummer, könnte man, wenn man durchgängig nummeriert, kommt man dann zu Nummer 7, Nummer 6, Nummer 5, Sinnesbewusstseine, Nummer 6, das Denkvermögen, Nummer 7, das Ich-Gefühl. Und das heißt interessanterweise auf Sanskrit Manas. Das heißt eigentlich nur Denken. Oder manchmal Geist. Und die beste Erklärung dafür habe ich Nomen est Omen bei Thich Nhat Hanh gelesen. Die für mich beste Erklärung, was Ich-Gefühl ist. Und zwar hat er gesagt, wenn man genau hinguckt, und das lernt man in der Meditation, man lernt Wahrnehmung, Erfahrung genau anzugucken. Einfach zu beobachten, hinzugucken. Und zwar immer feiner, immer feiner, immer feiner, immer feiner. Dann kommt man sozusagen in die Feinheit hinein, dass man merkt, es gibt unendlich viele Eindrücke. Unendlich viele. Und die Tradition nennt das die Grundlage, Alaya. Und das ist das, was wir als Subjekt und objektive Welt, subjektive und objektive Welt bezeichnen, zusammen. Das ist die Grundlage. Die Grundlage der Erfahrungen sind sozusagen alle Eindrücke, wo wir zu einem Teil, also zu dem sage ich Ich und zu dem sage ich Tisch, Es.
außen, euch, ihr. Ist völlig klar. Aber sozusagen die gemeinsame Grundlage von all diesen Eindrücken, ich sehe sie, ich sehe mich, sogar mit den gleichen Augen. Das ist interessant. Unterscheide aber. Ich. Sie. Ich. Sie. Ganz klar. Ich. Tisch. Gleiche Augen. Die gleichen Ohren, ob ich mich höre oder sie höre. Die Grundlage, Alaya, umfasst sowohl alles, was ich Subjekt nenne, als auch was ich Objekt nenne. Das ist alles. Das ist die Grundlage von allem. Alles. Alles. Und Thich Nhat Hanh sagt jetzt, Manas, Denken oder Geist, ist eine Art von Unwissenheit, die einen Teil dieses Ganzen, einen Teil von Alaya ergreift und sagt, ich. Und zum anderen, Rest der Welt. Ich, Welt. Subjekt, Objekt. Ist doch interessant. Es ist eine Unwissenheit, eine Art der Unwissenheit, Manas, Geist, Denken, die ein Teil der Eindrücke, die passieren, ergreift und sagt, das bin ich. Und das ist nicht nur, es ist natürlich ein bisschen Unwissenheit, wenn man denkt, das sei letztendlich und wirklich so. Hier bin ich und das ist der Rest der Welt. Existenziell oder besser noch gesagt europäisch, essentiell getrennt. Wenn man glaubt, das ist eine essentielle Trennung. Hier bin ich und das ist der Rest der Welt. Und das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Das ist die Ignoranz. Es hat natürlich einen Sinn, denn meiner Information nach musste auch der Buddha selber essen. Er hat sich zwar mit allen verbunden gefühlt, es hat aber nicht gereicht, wenn Ananda gegessen hat. Der Buddha musste selber essen. Es hat auch nicht gereicht, wenn Shariputra geschlafen hat. Der Buddha musste selber schlafen. Obwohl er sich mit allen verbunden fühlte, musste er auch selber seine Nägel schneiden. Es hat nicht gereicht, dass jemand anders, ja, Mogolana, seine Nägel geschnitten hat. Der Buddha musste auch seinen Bart scheren. Also es gibt eine Ebene von Unterscheidung, von horizontal bestimmbarem Ich-Gefühl und Ich-Existenz, die stimmt. Die immer stimmt. Wir leben ein Stück weit unser eigenes Leben. Aber die Trennung, die wir normalerweise empfinden, ist nicht so radikal, sagt der Buddha. Und das lernt man beobachten in der Meditation, wenn man sozusagen auf diese Ebene geht mit der Untersuchung. Und das kann man in der Meditation erleben. Hören, hören, hören. Spüren, spüren, spüren. Riechen, riechen, riechen. Denken, denken, denken. Und das Gefühl der Getrenntheit ist nicht mehr so scharf. Ich kann immer noch unterscheiden, das ist meine Hand und das ist deine Hand. Das ist mein Fuß und das ist der Boden. Das kann ich immer noch unterscheiden, ist auch gut so. Aber das Gefühl der Getrenntheit ist nicht mehr so scharf, weil ich beobachten kann, wie ein Teil dessen, was erscheint, nämlich Manas, das Denken, der Geist, sagen wir, ein Teil der Eindrücke ergreift und sagt, ich. Das ist ein Vorgang. Das ist etwas, was geschieht. Das ist nicht immer schon da und wird nur erkannt. Also nicht, das sind ein Subjekt, unabhängig von den Objekten, Objekte unabhängig von mir und das Bewusstsein erkennt diesen Unterschied. Nein, so ist es nicht, sondern das ist, anderes Bild, ein See von Bedingungen. Und Manas ergreift einen Teil und sagt, ich. Nehmen wir das Bild vom See, vom Meer.
Wir sind Wellen im Meer. Wir sind, die ganze Welt ist das Meer. Und wir sind Wellen im Meer. Die Wellen kann man ganz genau sehen. Ganz präzise. Und man kann sogar sehen, wie die Welle sich von hier nach da bewegt. Aber wenn man genau hinguckt, bewegt sich nicht eine körperlich identische, materiell identische Welle von hier nach da. Es gibt eine identische Form. Aber der Inhalt ist in jedem Moment anders. Und Manas wäre jetzt, Ich-Gefühl, die Ignoranz, die glaubt, da wandert eine Welle von Punkt A, bleibt inhaltlich identisch und wandert zum Punkt B. Und das kann man durch bloßes Beobachten erkennen. Es sieht zwar so aus, als ob die Welle von A nach B wandert. Und die hat auch die gleiche Form für eine Weile. Aber wenn man genau hinguckt, merkt man, die ist in jedem Moment anders zusammengesetzt. Ich meine, jedes Gleichnis hat seine Grenzen. Aber das finde ich ein ziemlich gutes Gleichnis. Ziemlich gut. Ja? Und es hat ganz viele Dimensionen. Man kann die Wellen voneinander unterscheiden. Man kann nicht sagen, ja, es gibt keinen Unterschied. Das wäre dummes Zeug. Man kann die Wellen sehen. Manche sind groß, manche sind klein. Manche sind gleich groß. Wenn man genau hinguckt, merkt man, dass sie jeden Moment anders zusammengesetzt sind. Und wenn man noch genauer hinguckt, merkt man, ja, da sind sie getrennt voneinander auf der Oberfläche. Aber wenn man ein bisschen tiefer geht, ja, da gibt's einen gemeinsamen Grund. Alle Wellen gehören zum Meer, unterscheiden sich oben auf der Oberfläche. Und wenn man ein kleines bisschen tiefer geht, ist es Meer, was man nicht unterscheiden kann. Und das ist eine wunderbare Analogie, ein Gleichnis für uns. Wir unterscheiden uns ganz eindeutig. Wir brauchen auch was Unterschiedliches. Unterschiedliche Altersstufen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Vorlieben und so weiter. Aber es gibt eine Dimension, wo wir ungetrennt sind. Und dann kann man dieses Gleichnis vom Wasser noch weiter treiben und sagen, ja, und woraus bestehen diese Wellen? Die bestehen alle aus Wasser. Und da könnte man jetzt, das ist eines der beliebtesten Bilder im Mahayana, auch im indischen Vedanta wird es benutzt, das ist eigentlich ein indisches Bild, was sie einfach benutzen, und Thich Nhat Hanh benutzt es rauf und runter mit dem Wasser und der Welle und dem Meer. Wenn wir erkennen, ich Welle, du Welle, wenn wir Wellen erkennen, erstens, wir gehören zum Meer, sind schon auf der Ebene des Meeres nicht wirklich getrennt. Und wenn wir dann noch begreifen, wir bestehen alle aus Wasser, verschwindet jede Furcht. Das wäre die Einsicht in Buddha Natur. Das wäre Einsicht in die vertikale Dimension. Und es ist nicht schwer. Wenn man das Gleichnis vom Wasser nimmt, ich meine, muss man nur hingucken, dann sieht man das. Man kann natürlich nur auf die Wellen gucken und dann kann man die gesamte Bandbreite der menschlichen Emotionen entwickeln. Diese Welle ist so groß, ich bin so klein. Drama. Ja, die Welle ist so schön, die hat violett und mit weißen Luftbläschen und ich bin nur so eine ganz kleine Welle. Oder ich bin da in so einem kleinen Rand vom Meer und da sind immer Enten und die trinken mich weg und dann verschwind ich. Also man kann richtig in Dramen gehen, wenn man nur auf die Wellen guckt. Eben Neid und Eifersucht und Stolz. Und man kann sagen, ich bin eine große Welle, guckt mich mal an. Also man kann auf alles, also sämtliche Emotionen kann man da wunderbar, Gier, Hass, Verblendung, Stolz, Neid, Eifersucht, alles kann man daran durchspielen. Wäre ein schöner Film. Sollte man echt mal machen. Und wenn man tiefer guckt, sieht man mehr. Ich bin einfach ein Teil. Und wenn ich mich noch so verloren und abgetrennt und isoliert fühle,
Ich bin trotzdem ein Teil vom Meer, was sich halt abgetrennt fühlt. Aber ich bin einfach nicht weg. Selbst wenn ich mal für 10 Sekunden als Wassertropfen durch die Luft fliege, komme ich gleich wieder rein. Und außerdem, aus Wasser bestehe ich immer. Gut. Wir können in der Meditation entdecken, richtig merken, dieses Manas-Bewusstsein, diese Ignoranz, diese Unwissenheit, die ein Teil der Erfahrungen ergreift und sagt, ich. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, es gibt überhaupt kein Ich. Das wäre genauso blöd, wie zu sagen, es gibt keine Wellen. Ja, ich meine, es gibt die einfach, fertig. Es gibt die Wellen, aber sie sind nicht so getrennt, wie man denkt. Es gibt Individualität. Jede Welle ist anders. Ich meine, wer behauptet, es gibt keine Individualität, hat einen Knall. Selbst unser Daumenabdruck bei 9 Milliarden Menschen ist einmalig. Ist doch unglaublich. Und ich meine, man weiß ja, ich kenne ein paar Zwillingspärchen. Die sind trotzdem ziemlich verschieden. Selbst eineiige Zwillinge. Gut. Jetzt geht es noch weiter. Man kann also diesen fünften großen Haufen Bewusstsein kann man sehr unterteilen. Also eigentlich in eine Systematik macht 8 Haufen draus. Die 8 Arten des Bewusstseins. 5 Sinne, 6 Denken, 7 Manas ergreift einen Teil und sagt, das bin ich. Und jetzt, was ist die Nummer 8? Die Nummer 8 wäre sozusagen dieses Gesamtheit der Erfahrung, und er sagt eben Thich Nhat Hanh so wunderbar, das ist Subjekt und Objekt zusammen. Das ist schon mal ein tolles Bild. Subjekt und Objekt zusammen. Irgendwie, das macht was, wenn man das liest, wenn man das hört. Und da gibt's jetzt eine Ebene, wo man schon kapiert, sieht, dass da dieses Greifen nach einem Teil ist, und trotzdem ist noch so ein Gefühl da von Kontinuität. Und das nennt man dann Geistesstrom. Es gibt auch philosophische Schulen im Buddhismus, die darüber sprechen. Sanatana Chitta. Santana, die Gruppe, hat übrigens ihren Namen danach gewählt. Ewigkeit. Kontinuität. Santana. Sanatana. Die Inder sagen Sanatana Dharma. Die sagen nicht Hinduismus. Sanatana Dharma, ewiges Dharma. Die ewige Lehre. Sanatana Chitta, der ewige Geist. Und das ist ja auch so, wenn man über Reinkarnation spekuliert, die Idee. Da gibt es einen Geistesstrom und das manifestiert sich dann in verschiedenen Leben. Aber da sagen die Mahayana-Schulen, das ist noch nicht genau genug. Das ist schon so ein Gefühl von Kontinuität, okay, aber das ist, weil man noch nicht genau genug hinguckt. Wenn man jetzt noch genauer hinguckt, ist es wie, es nennt sich die Grundlage oder der Samen aller Möglichkeiten oder die grundlegende Gutheit. Das ist wie eine entspanntere Ebene davon, wo sozusagen alle Impulse drin sind, aber es ist überhaupt kein Drama mehr. Samen der Gutheit. Noch eine tiefere Ebene. Und die kann man in der Meditation merken. Und manchmal wird es als nicht urteilendes Gewahrsein beschrieben. Ja, ist kein Urteilen mehr. Kein Urteilen mehr. Ist alles drin. Gut und böse und schön und hässlich und alles ist drin, aber ohne Urteilen. Und sie sagen, und dann kann man noch tiefer gucken, weil da ist immer noch so was ganz Subtiles drin von, ja, gut und nicht gut. Ohne Urteil, aber man unterscheidet immer noch. Ja? Es ist kein Urteil, aber es ist trotzdem Unterscheidung, immer noch. Und dann sagen, da gibt's noch eine tiefere Ebene und das nennen sie dann Buddha-Natur. Und da versagen dann die Worte. Das ist das, was im Westen der göttliche Urgrund, die Quelle, die vertikale Dimension, das Unbedingte, wo das
Ausdruck dafür in den frühesten Schriften ist das Nichtbedingte, Nichtgewordene, Nichtgeschaffene. Später heißt es dann Tathagatagarbha, der Schoß aller Buddhas. Der Schoß ist eine interessante Metapher. Da wird nicht gezeugt, da wird geboren. Das ist ein Schoß. Der Schoß, aus dem alles entsteht. Sugatagarbha, der Schoß der Freude. Sugatagarbha. Auch schön. Ich meine, die Symbolik ist, klingt an, ja? Und das ist nicht mehr zu beschreiben. Also Buddha Natur kann man zwar ein bisschen was drüber sagen, aber es ist unfassbar, leer von Zuschreibungen. Es ist klar, leuchtend. Das heißt, es erscheint immer was. Und es wird verstanden, was erscheint. Ja, also ich meine, es gibt ja keine Erscheinung ohne Erkennen. Das ist ja immer gleichzeitig. Ich kann ja nicht sagen, es erscheint was. Geht nicht. Wenn was erscheint, ist immer sofort Erkennen da. Sonst erscheint es nämlich nicht. Sonst merke ich nicht, dass es erschienen ist. Ja? Diese klassische Frage, ich wusste gar nicht, dass das klassisch ist. Gibt es die Blume in der Wüste Gobi, die noch niemand gesehen hat? Alte Diskussion. Hatten wir immer in den Diskussionen, was gibt's und was gibt's nicht, wie weit ist Bewusstseins, ist die Erscheinungswelt abhängig vom Bewusstsein. Da war die schlaue intellektuelle Frage, gibt's eine Blume in der Wüste Gobi, die noch niemand gesehen hat? Gibt's die oder gibt's die nicht? Salomonische Antwort der Lamas ist, sie ist erkennbar. Das heißt, wenn jemand hingeht, kann er sie sehen. Deswegen gibt's die. Also erkennbar, mit der Möglichkeit erkannt zu werden. Ja, gut. So, wozu brauchen wir das? Der Grundansatz des Buddha ist, es nützt nichts, wenn man uns gute Ratschläge gibt. Du sollst, identifizier dich mal nicht so mit dem Körper, identifizier dich nicht so mit deinen Gefühlen und mit deinen Mustern sowieso nicht. Und sei entspannt und nimm alles wahr und sei schön achtsam, dass das nicht arg viel hilft. So ein bisschen hilft's, wie jede schwarze Pädagogik hilft. Mach das, sei achtsam, das ist die Regel, das tut man nicht, das funktioniert. Bei Kindern sagt man so lange, bis sie selber anfangen, die Folgen ihres Handelns sehen zu können, dann funktioniert's nicht mehr so gut. Der Buddha hat uns einen Weg gegeben, den Weg der Meditation, wo man das selber beobachten kann. Und wenn man das selber beobachtet, dann kann man damit umgehen. Dann kann man sozusagen gut leben. Und die Grundthese heute Abend ist, es ist wichtig, die horizontale Dimension, körperliches, Gefühle, Unterscheidungsvermögen, Muster, Impulse, Vorlieben, Abneigungen, Emotionen zu erkennen, mitzukriegen, Stärken, Schwächen, unser Bewusstsein mitzukriegen, ja, 5 Sinne, dann das Ich, das Denkvermögen zu entdecken in der Meditation, diesen Prozess, wie wir ein Territorium abstecken, in dem wir bestimmte Erfahrungen ergreifen und sagen, das bin ich, dass man das in der Meditation nachvollziehen kann, dass das ein Vorgang ist und nicht etwas aus Beton gegossenes, was immer so ist, sondern dass es immer wieder passiert, dass es immer wieder hergestellt wird. Und dann diese tieferen Ebenen. Offenes Gewahrsein, nicht urteilendes Gewahrsein, bis hin zu Buddha-Natur, offen, klar, feinfühlig. Das zu entdecken. Das wäre die Übung. Und klassische Übungen dazu sind diese, also die einfachste Übung, ich habe nochmal geguckt, was für Übungen gibt es überhaupt, dass man das entdeckt. Die einfachste Übung ist es im Soto-Zen nur sitzen. Allerdings, Shikantaza, allerdings mit einer Bedingung. Im Vertrauen auf Buddha-Natur. Wenn man sitzt mit einer westlichen Transzendenzferne und denkt, ich bestehe nur aus
Körper, Gefühlen und Gedanken. Ich bestehe nur aus der horizontalen Dimension und dann sitze ich los. Da kommt entweder Dumpfheit raus oder eine Depression. Aber sitzen im Vertrauen auf Buddha-Natur, dann sind wir wirklich wie das Glas mit Sand und das Glas wird hingestellt, wir sind ruhig und dann sinken die Gedanken und die Gefühle und die Empfindungen sozusagen nach unten, beruhigen sich und das wahre Wesen scheint durch unsere körperlich-emotionale geistige Existenz durch. Nur sitzen, ohne Vertrauen, ohne Ahnung von Buddha Natur, funktioniert nicht. Ist meine Erfahrung und auch, ich habe einige Zen-Kollegen, mit denen ich mich öfter austausche, einfach, wir sprechen über die unterschiedlichen Methoden, die wir lehren und wo gibt's Fallen, wo gibt's Schwierigkeiten und wo funktioniert's. Herzsutra ist ein wunderbarer Weg, wenn man ein bisschen versteht, worum es geht. Da wird sozusagen die horizontale Dimension beschrieben und gesagt, eigentlich wird gesagt, es gibt nicht nur das. Und dann heißt es, in der Leerheit gibt es keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keinen Mund, da denkt man immer, ja, bisschen komisch, die haben alle ein bisschen einen Knall. Natürlich gibt's Nasen, Ohren und so weiter. Aber in der Leerheit, auf der Ebene des Wassers, ist einfach nur Wasser. Aber gleichzeitig, das ist auch die Botschaft vom Herzsutra, Form ist Leere. Und bei der Metapher des Wassers und der Welle ist es offensichtlich. Die Welle verschwindet nicht, wenn ich darüber nachdenke, dass alles aus Wasser besteht. Die Welle ist weiter da. Die Form ist immer da. Es ist nicht so, also erst kommt die Leerheit. Dann kommt die Creatio ex nihilo. Aus dem Nichts entsteht plötzlich die Welt und dann verschwindet sie wieder. Sondern das ist, liegt man gleichzeitig, entdeckt man unterschiedliche Dimensionen und da finde ich einfach diese europäische Formulierung genial. Horizontale Dimension des Sichtbaren und Fassbaren, vertikale Dimension des Nicht-Fassbaren. Vertikal wäre die Leerheit, buddhistisch gesprochen. Allerdings ist es ein pädagogischer Begriff. Der wird hier oft als Aussage verstanden. So ist es. Es ist alles leer. Es gibt nichts. Alles ist leer. Es gibt nichts. Das ist, Leerheit ist ein Heilmittel fürs Festhalten. Wenn ich sage, ja, Körper, ich bin der Körper. Dann kriege ich eine Ohrfeige vom Herzsutra, sagt, kein Körper. In der Leerheit gibt es keinen Körper. Also, Leerheit ist ein Heilmittel fürs Festhalten und nicht die tiefste Ebene der Wirklichkeit. Eigentlich gibt's nämlich nichts. Und wir bilden uns das hier alles ein. Da gibt's wunderbare Zen-Witze drüber. Ja? Wenn der Schüler sagt, jetzt habe ich's verstanden, es gibt nichts, dann haut ihn der Meister eine runter und sagt, aua, ich dachte, es gibt nichts. Oder schubst ihn gegen den Felsen und sagt, aua, ja, du hast doch gerade gesagt, es gibt nichts. Ja, also es ist offensichtlich einfach blöd. Dann kann man es natürlich analytisch machen. Das ist eine analytische Methode, was ich heute Abend vorgestellt habe. Man geht durch die 5 Skandhas durch und versucht einfach mal zu beobachten, womit identifiziere ich mich eigentlich am stärksten. Zum Beispiel eher über den Körper, über die Gefühle, über meine unglaubliche Fähigkeit, Unterscheidungen zu treffen und Kategorien zu kennen und so. Über meinen Charakter, meine Muster, wie ich bin und meine Vorlieben und Abneigungen. Oder über mein Bewusstsein, ja, meine Fähigkeit, diese ganze komplexe Erfahrungs-, was weiß ich was, Vielfalt zu strukturieren und zu kategorisieren und zu begreifen und über Sinn zu sprechen und so weiter. Ja, womit identifiziere ich mich am meisten? Das ist interessant. Werden wir morgen als Übung machen. So, jetzt möchte ich ein bisschen was über die Fallen sagen. Um sich dem zu widmen, was ich heute Abend vorgestellt habe, muss man sehr stabil sein. Gutes Körpergefühl haben. Ja? Gutes Körpergefühl.
Man muss den Körper spüren können. Man muss angenehm, unangenehm unterscheiden können. Man muss, gut, Kategorien kennen und fähig sein, die zu benutzen. Man muss seine Muster kennen, seine emotionalen. Man muss merken, dass Gedanken Gedanken sind. Ziemlich anspruchsvolle Geschichte. Und dann kann man anfangen, mal genauer hinzugucken und selbst wenn man, gut, ich bin ein relativ geerdeter Mensch, ja, aber wenn man dann so ein paar Nicht-Ich-Erfahrungen macht in der Meditation, plötzlich merkt man, dass Innen und Außen Konzepte sind. Und die haben da plötzlich überhaupt keine Bedeutung mehr. Man kann zwar immer noch unterscheiden, das ist meine Hand und das ist der Boden, aber es ist irrelevant, emotional. Das hat plötzlich keine Besetzung mehr von, jetzt ist ja so meins. Selbst wenn ich analytisch sehr klug analysiere, habe ich ein ganz klares Gefühl, das ist meine Hand und das ist mein Körper. Aber es gibt Erfahrungen in der Meditation, da macht es plötzlich emotional keinen Unterschied. Und man kapiert richtig sinnlich mit allen Sinnen, innen und außen, ist ein Konzept und ist nicht eine letztendliche, ewige Wirklichkeit. Es ist einfach emotional nicht mehr besetzt. Und man muss ziemlich gut beieinander sein, dass man da nicht auseinanderfliegt. Und ich hatte das große Glück, einen sehr bodenständigen Lehrer zu haben, der uns gesagt hat, wenn wir solche Erfahrungen machen, dann sollen wir sozusagen gucken, wie lange wir das angucken können. Ja, also so vielleicht noch mal eine Minute spüren. Ja, einfach gucken, kannst du mitgehen? Und dann hat er gesagt, und das war das Zauberwort, und ihr könnt immer aussteigen. Ihr könnt aus jeder Erfahrung aussteigen. Und der einfachste Weg auszusteigen ist Körper spüren. Ja? Fäuste ballen, lockern. Fäuste ballen, lockern. Kaltes Wasser über den Kopf, wenn es nicht aufhört. Also ich bin schon mal mit einer Frau, die so eine Leerheitserfahrung hatte bei uns im Zentrum, die hat einfach nicht mehr aufgehört. Ja, ist einfach ein bisschen ausgespaced. Dann habe ich gesagt, komm, wir gehen abspülen. Sind wir in die Küche gegangen und dann haben wir abgespült, dann war das heiße Wasser noch zu warm für sie, haben wir mit eiskaltem Wasser abgespült. Das hat geholfen. Also immer, man kann aus jeder Erfahrung aussteigen. Und es ist wichtig, dass man das kann. Und alle, die Leute begleiten auf dem meditativen Weg, müssen das auch begleiten können. Und es ist eine wunderbare Voraussetzung für alle diese Erfahrungen, dass man im Körper ist. Wenn Menschen ihren Körper nicht gut spüren, ja, so wie wir, viele von uns sind ja so, leben primär so ab hier. Ja. Ja. Also bis hier schon noch. Also Essen ist schon noch wichtig. Aber der Rest ist sozusagen, wenn man den Körper nicht gut spürt, sind diese Meditationen gefährlich. Das ist meine Erfahrung. Da muss man zuerst diese Körperachtsamkeit machen, ganz viel Körperachtsamkeit, 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 Körper spüren, Holz hacken, Körper spüren, Schränke schleppen, ja, körperlich was tun, dass man geerdet wird. Ja? Und man braucht eine gute soziale Vernetzung, eine gute menschliche Anbindung, weil nichts holt einem so runter wie mitmenschliche Beziehungen. Ja? Denn man kommt ja immer wieder auf diese Dimension zurück. Man haut ja nicht ab. Ja, man muss ja hinterher wieder leben. Und meine Zen-Meisterin, die hat immer gesagt, Prabhasadama Roshi, Einsicht in das wahre Wesen ist der leichteste Teil des Weges. Einsicht in die vertikale Dimension ist leicht. Brauchst eine gute Methode, musst motiviert sein, Interesse haben, ein gutes Setting, Retreat, paar gute Unterweisungen, dann übst du und dann wirst du mit, also gut, man kann es natürlich nicht machen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, Herzsutra rezitieren, dass man eine Einsicht ins wahre Wesen gewinnt. Dass für Momente dieses harte, rigide Ich-Gefühl sich auflöst und plötzlich alles weit wird. Und wie man das erlebt, hängt mit der persönlichen Struktur zusammen. Wenn ich ein hektischer Mensch bin, dann empfinde ich es vielleicht als ganz tiefe Ruhe.
Wenn ich eher vertorft und ein bisschen träge bin, dann empfinde ich es als ungeheure Lebendigkeit plötzlich. Wenn ich mich sehr einsam fühle und nicht so verbunden mit anderen, empfinde ich es als unglaubliches Gefühl der Verbundenheit plötzlich und der Liebe, die durch mich durchfließt. Und wenn ich jemand bin, die sich völlig in Beziehungen immer wieder aufreibt und verliert, dann fühle ich mich plötzlich wie ein großer Berg, stabil und nicht durch nichts zu erschüttern, heiter, gelassen. Es hängt immer sehr stark mit der psychischen Struktur zusammen und auch, was mir fehlt, wie ich das dann auch erlebe. Und sie hatte gesagt, das ist einfach. Und danach muss man noch 30 Jahre meditieren, um diese Erfahrung wirklich zu verdauen und ins Leben zu integrieren. Denn wir sind natürlich geneigt, wir wollen immer eins gegen das andere ausspielen. Ja, ich meine, das Leben ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Dann denkt man, Buddhismus, kein Ich, wunderbar. Keine Probleme. Absolute Ebene, vertikale Dimension, Leerheit. Herrlich, endlich bin ich das alles los. Ja, ich meine, meine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt hat so schön bemerkt, es hat noch kein Philosoph geschafft, sich aus der Welt herauszudenken. Geht nicht. Allerdings hat sie auch einen guten Hinweis gegeben, warum er das glaubt. Wenn ich meditiere, wenn ich tief nachdenke, selbst beim tiefen Nachdenken verschwindet die Welt. Ja, selbst beim tiefen Nachdenken über was, schließt man auch manchmal die Augen, da verschwindet die Welt. Und dann hört man auf nachzudenken, macht die Augen auf und kriegt man fast einen Schreck, dass plötzlich alles wieder da ist. Und Hannah Arendt sagt, diese Erfahrung hat offensichtlich die Philosophen zu dieser seltsamen Ansicht gebracht, man könnte die relative Dimension hinter sich lassen. Und dann träumen sie halt vom wahren, schönen, guten, was jenseits in der Transzendenz immer im Angesicht Gottes sitzen und keine Wäsche waschen müssen. Kein Kindergebrüll, keine komischen Kollegen, kein Auto, was stehen bleibt, kein TÜV, nix. Ja? Und das ist eine mentale Fantasie. Solange wir mit Körper und Geist leben, haben wir Probleme. Und jeder Lama, den ich kenne, hat Probleme. Mit seinen Schülern, mit seinem Kloster, was auch immer. Mit dem, was auch immer. Wenn sie verheiratet sind, auch mit ihren Ehegefährten und mit ihren Kindern. Aber sie können damit umgehen. Oder sie gehen damit um. Und das ist das, was wir lernen, wenn wir in beiden Dimensionen leben. Die Sicherheit kommt aus der Vertikalen. Jenseits von Zeit und Raum, jenseits aller Gegensätze, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Ruhe und Bewegung. Die Lösung liegt nicht in der Ruhe. Die Lösung liegt nicht im Frieden, sondern jenseits. Und das ist etwas, was eine andere Dimension ist. Und das kann man in der Meditation erleben. Und dann kommt man wieder zurück. Ja, und dann gibt's halt kalt und warm. Und dann gibt's alt und jung und hungrig und satt und müde und ausgeschlafen. Das gibt's immer. Und wenn man sich nur auf diese Dimension verlässt, geht's einfach immer rauf und runter. Und man kriegt Angst, wenn man älter wird. Ja, weil das nicht mehr so flexibel alles läuft. Wenn man die vertikale Dimension, Buddha-Natur, die Natur des Geistes, den göttlichen Urgrund, die Quelle entdeckt, dann ist man angeschlossen an den größten Kraftquell, den es gibt, und dann kann man mit der relativen Dimension leben. Jetzt kommt die letzte Bemerkung, dann bin ich auch gleich fertig. Es gibt eine wunderbare Einrichtung bei den Menschen, und die nennt man die Liebe. Und in der liebenden Begegnung kann man das entdecken. Es ist mit die einfachste Art, ohne Meditation Zugang zur Transzendenz zu gewinnen. Schon in der liebenden Berührung. Ja, wenn uns jemand liebevoll berührt, von dem wir berührt werden möchten. Das ist wichtig. Ja.
ich meine jetzt wirklich in der liebevollen Berührung, schon da fühlt man sich gut und hat auch das Gefühl, die Welt ist gut. Ja, in der liebevollen Berührung erlebe ich mich und die Welt als gut. Und wenn es noch eine tiefere Liebesbegegnung gibt, dann sagt der dritte Karmapa, im Augenblick der Liebe scheint die nackte Essenz auf. Im Augenblick der Liebe werden wir durchsichtig für unser wahres Wesen. Das sind Sekunden, wo plötzlich auch jetzt von der Erfahrung her ganz viele Elemente der relativen, der horizontalen Dimension irrelevant sind. Da ist mir doch egal, wie alt ich bin und wie viel ich wiege und was für Prüfungen ich gemacht oder nicht gemacht und wer mich verlassen hat oder nicht. Also da wird schon auf dieser Erfahrungsebene ganz viel unwichtig. Und man kann ja auch, wenn das eine tiefe Begegnung ist, für Momente diese Ungetrenntheit erleben. Und dann geht man wieder zurück in diese Dimension von Körper, Seele, Geist, Körper, Emotionen, Geist und kann das sogar genießen. Jetzt ist nur die Frage, wie man es interpretiert. Wenn ich jetzt denke, du hast die Liebe in dir eingeschlossen und ich brauche jetzt immer den Kontakt mit dir, damit ich es erleben kann, wird's schwierig. Aber wenn ich begreife, dass in der liebevollen Begegnung unsere tiefen Dimension spürbar wird, oder ich finde das Bild mit dem durchsichtig werden sehr schön, wir durchsichtig werden für eine andere Dimension. Wenn man das begreift, dann hat man nochmal eine ganz andere Wertschätzung für Beziehungen. Und wenn man dann noch so mit der Zeit mitkriegt, wenn man da mal hinguckt, dass das nicht nur in der großen Liebe, in der ekstatischen sexuellen Liebesumarmung möglich ist, sondern manchmal im Gespräch, in einer langjährigen vertrauten Beziehung, manchmal im Zusammensingen, manchmal in der gemeinsamen Meditation, wird man durchsichtig, in großer Dankbarkeit, in großer Freude. Und wenn man das dann so versteht, und das finde ich eine geniale Interpretation, dass in solchen Momenten die Freude, die man da erlebt, oder die Weite, dass das ein Durchscheinen des wahren Wesens ist, dann entsteht ein ganz tiefes Vertrauen, dass diese Dimension immer da ist. Und wir können uns noch so blöd verhalten und noch so blödes Zeug denken, die geht nie kaputt. Man kann sie nur ein bisschen zuschütten. Allerdings manchmal sehr zuschütten. Aber mit dieser Art der Interpretation hat man immer einen Zugang. Weil alle von uns erleben hin und wieder Momente der Berührung, der Freude, der Verbundenheit, der Lebendigkeit. Das ist jetzt nicht philosophisch im letzten Sinne eine Erfahrung von Buddha-Natur, aber es geht in die Richtung. Gut, ich denke, die Botschaft ist rübergekommen. Wenn wir nur in der horizontalen Dimension leben, haben wir keine Kraft, mit dem Auf und Ab umzugehen. Wenn wir die vertikale Dimension entdecken, haben wir die Kraft, aber man kann nicht eine Ebene gegen die andere oder eine Dimension gegen die andere ausspielen. Wir müssen in beiden Dimensionen leben lernen und das dauert. Das braucht ein ganzes Leben, bis man das mit Würde und mit Humor und mit Gelassenheit machen kann. Ich danke.